wie jeden Tag, es gibt gute Nachrichten und es gibt schlechte Nachrichten. Das Licht und Schatten ist nah beieinander, diese Regatta für uns. Ja, die gute Nachricht ist, dass einerseits unsere junge für 70er-Herren-Mannschaft einen wirklich soliden Tag gesegelt ist. Und Tom und Nico haben einen Wettverzieher errungen, das bei einer Weltmeisterschaft im Olympiajahr haben, sieht man auch nicht alle Tage. Die schlechte Nachricht ist, dass vor allem David und Luki heute einen sehr schwierigen Tag hatten und das Ziel, das Olympia-Ticket zu holen, in sehr, sehr, sehr weiter Ferne ist dadurch. Wir haben heute zwei Wettfahrten gehabt, bei wenig Wind. In der ersten Wettfahrt sind wir den 15. Platz gefahren, das war im Mittelfeld. Und im zweiten waren wir leider ganz schlecht mit dem 26. Von dem her sehr ein krasser Tag für uns. Ja. Wir wollten mehr Risiko eingehen und speziell an den Enden starten. Wir haben viel drauf gesetzt, dass wir da gut wegkommen, sind zweimal hängen geblieben. Auf der linken Seite beim Pinend sind nicht gut rausgekommen und dann ist bei ganz wenig Wind von hinten wirklich sehr schwierig. War zu viel Risiko im Nachhinein gesehen, ja, und war deswegen ein sehr schlechter Tag für uns. Im letzten Race haben wir super geführt, aber dann auf der zweiten Kreuz ist uns leider das schwedische Boot entwischt und der hat die Führung übernommen. Aber auf der letzten Vorwind haben wir den nochmal angreifen können. Zuerst hat es nicht so gut ausgeschaut, da ist er immer noch in der führenden Position geblieben. Aber ganz am Schluss haben wir ihn dann überholt und haben den Sieg ins Ziel fahren können. Ich bin sehr happy mit dem heutigen Tag. Gestern war noch sehr kantig, böig, drehend, haben wir gekämpft. Und heute war es deutlich konstanter mit einer leichten Seabreeze. Ist uns gut entgegengekommen und wir sind happy mit dem heutigen Tag. Ja, also heute war super, gute Starts gehabt, gut vorne mitgespielt und gut den Überblick behalten und ja, hoffen, dass die nächsten Tage so weitergehen. Auf der Kreuz wäre nicht mehr viel drin gewesen, Kreuz war halt wirklich stabile Leistung eigentlich. Vorwind und Bojenmanöver können wir noch dran arbeiten, aber sonst würde ich sagen, grundsätzlich war ein super Tag. Wir haben heute zwei nicht so gute Wettfahrten hinter uns. Aber wir hoffen, dass es morgen wieder besser wird. Der Start war zwar nicht so gut, aber wir sind noch ziemlich frei rausgekommen. An der Luft waren wir dann ziemlich gut dabei, also ich glaube 6. Platz. Aber dann haben wir nicht so gute Wände gemacht und haben einen Ringer drehen müssen und dann sind wir ziemlich weit nach hinten geflogen.